Wenn man schnell reist, dann verliert man schnell den Überblick über die Atmosphäre eines Spiels. Ja, wir bleiben auf der Straße. Außerdem, ein paar davon könnten wir gebrauchen, weil wir gar nicht mehr so viel haben. Wir sind bei unter 1000 Reihen Holz. Da kann man ganz schnell durchbrennen. Das Zeug brauchten wir jetzt eigentlich auch nicht. Nope. Wir haben keinen Grund, uns mit euch zu prügeln. Ich sehe ein, dass ich möglicherweise eine Aufwärmung im Kampfsystem wieder brauchen könnte nach ein paar Wochen. Aber das nehmen wir dann in Kauf, also wenn wir auf etwas treffen, was uns einfach zusammenschlägt. Wir können uns immer noch aufwärmen, wenn es nötig wird. Bis dann improvisieren wir. Maschinen, Nordeis. Und diese Maschinen, die wir gerade eben gesehen hatten, waren pferdorientiert. Gewissermaßen große Tiere gibt es hier nicht mehr wirklich. Was eher unterwegs sind, sind halt Maschinen, die inspiriert sind von großen Tieren. Wie wir wissen, einige von denen sind sehr, sehr groß. Inspiriert von sehr, sehr großen, sehr, sehr ausgestorbenen Tieren. Hallo, Händler. Wie zum Beispiel dem verdammten Tyrannosaurus Rex. Ups. Was haben wir denn hier? Ach so, keinen Weg hochzukommen. Ich verstehe. Doch, haben wir. Hier waren wir schon. Genau, hier waren wir schon. Hier war die Ausgrabungsstätte der Eclipse. Aber vielleicht können wir aus der Kiste noch was Schönes rausziehen. Ah, Tatsache. Und die neue Eclipse-Leute sind schon angekommen? Oder ist diese Ausgrabungsstätte einfach jetzt so tot, wie sie sein sollte? Ist sie. Gut. Hier hatten wir ja nämlich Lisa. Den Verräter hatten wir wieder aufgestöbert. Olund müsste es, glaube ich, gewesen sein. Einmal noch ein bisschen Reinholz mitnehmen für mehr Pfeile. Zuerst das Feuer, dann das andere. Denn unser Ziel wird es natürlich sein, am Ende des Spiels wortwörtlich die ganze Karte besucht zu haben. Oder zumindest bei jedem Lagerfeuer gewesen zu sein. Alles ein bisschen aufgedeckt zu haben. Okay, das ist mit auch aufgedeckt, das ist gut. Dann können wir unterwegs bei dem hier vorbeischauen, zu diesem hier weitergehen und von da aus nach Pitchcliff gehen. Und wir überqueren hier erstmal die Furt übers Wasser. Wisst ihr, abgesehen von den Killermaschinen und allem anderen, was uns einfach umbringen möchte, ich würde mich nicht beschweren, in der Region gerade ein bisschen unterwegs zu sein. Ich wollte mir keine Gedanken machen zu müssen um irgendwas, außer sich keinen Sonnenbrand zu fangen bei der Hitze, der direkten Sonneneinstrahlung. Und ansonsten einfach die umliegende Natur zu genießen, stellt man sich wahrscheinlich romantischer vor, als es ist. Wenn man da ist, ärgert man sich wahrscheinlich über den Sand überall. Denn wie wir alle wissen, wer mag schon Sand? Es ist rau und porös und irritierend. Es kommt einfach überall hin. Brennwurzel brauchen wir keine. Das Lagerfeuer ist entdeckt. Come on. Wollte ich auch gerade sagen. Vögel? Ah, ich erinnere mich, warum wir unseren Hauptbogen gerade normalerweise dabei haben. Aber wir können auch die Dinger benutzen, um die anzuzünden. Vor allem zünden wir sie beide an.
Okay, gut. Gut. Wüte Miezekatzen. Verkohlt bitte. Gut ist, wir haben guten Schutz gegen Eis. Das ist, die Vögel machen gar nicht so viel gegen uns. Hops. Und brennt. Und brennt. Wieso brennst du nicht? Aua. Aua, aua, ey, 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 Leute. Unterlasst euren Stunlock. Okay, ich glaube, an mich müssen wir vielleicht Kräuter nehmen. Ich möchte aber nicht, ich bin zu geizig. Okay, wir nehmen Kräuter, zur Kenntnis genommen. Schlagen wir die große böse Miezekatze. Und diese große böse Miezekatze arbeitet jetzt für uns. Weißt du, das Fahrrad, das nehme ich dir jetzt übel. Hab ich gesagt, wir werben uns noch auf? Kann man tun für das jetzt? Nein! Diese Waffe ist halt nicht der Zufall, dass sie gegen fliegende Ziele. Gib uns erstmal eine Schelle. Wieso bist du noch nicht verbrannt? Einfach Jump Abuse. Du arbeitest jetzt für uns. Ich sagte... Ey, das war unserer. Und Rassler. Okay, gut. Wer ist jetzt noch wütend auf uns? Zweite Miezekatze wahrscheinlich. Oder ist die einfach verbrannt? Zweite Miezekatze noch hier. Oh, kriegen wir die Schelle. Vor allem gegen Projektile können wir nicht so viel machen. Nicht so viel machen. Joinks. Okay, der lässt es in Ruhe. Jetzt müssen wir neue Heilkräuter sammeln. Feststellen, ja. Der Rassler ist zwar eine super Primärwaffe, aber sobald die Vögel auftauchen, können wir damit nicht mehr wirklich viel machen. That's it. I'm already gone. Warum bist du so frech? Wirklich? Ihr mischt euch mit ein? Hörst du auf? Du zu spammen, du Monoskill-User. Dann raffst du immer auch dran. Jetzt müsste sie ab sein. Waffe ist ab, sehr gut. Wir nehmen. Beleihen die uns. Wo rennst du jetzt hin? So. Wieso? Hey Leute, hebt das auf. Aua. Wisst ihr, ich will schon die, dass wir die Horizon Experience wieder haben. Einmal stehen geblieben, sofort wird das ganze Land uns tot sehen. Wir leben hier im Robo-Australien.
Gut. Kannst du mir jetzt den Gefallen tun, zu verrecken? Danke. Wie was? Ja, aber wirklich. Keine Pause für uns. Keine Ruhe. Wir sind eine Sekunde stehen geblieben, weil wir uns einmal wehren wollten. Sofort bricht einfach die halbe Welt über uns herein. Nein, ich werde mich jetzt nicht heilen. Wir lassen uns einfach so heilen. Ganz einfach regenerieren. Über unsere Rüstung. Das ist Feuerbrennwurzel. Mit euch haben wir gerade gar keinen Beef. Wo wollten wir überhaupt hin? Ah, hier ist noch ein Lagerfeuer. Get it while I can. Nur die Ruhe, Aloy. Ah, hier ist eine Nebenquest. Wisst ihr, wir sind mit einer Mission gerade befasst. Wir gehen uns die Nebenquest ein andermal holen. Wir gehen da jetzt nicht rein. Wir wollten uns nicht zu... Ist gut, Spiel. Wir wollten uns nicht zu sehr ablenken lassen. Ne, wisst ihr was? Nein. Lass mich nicht ablenken. Fokus. Konzentration. Kräuter. Wir gehen einfach die Straße weiter entlang. Wir gehen einfach die Straße weiter entlang. Wir gehen einfach die Straße weiter entlang. Wir benutzen nicht unseren Highground-Vorteil, um einfach alles hier wegzumachen. Wir benutzen nicht den Highground-Vorteil, um alles hier wegzukritten. Würde mir niemals in den Sinn kommen, das zu tun. Wir sind konzentriert. Ja, geh nach unten. Komm. Wieso bist du schon wieder da? Oh, jetzt wurden wir runtergeprügelt. Darf ich bitte da hoch? Danke. Das zählt vor allem mal als Tarnkill. Wir sind alles andere als getarnt in dieser Situation, aber... Gut. Wir folgen halt einfach den Lehren von Obi-Wan Kenobi. Wann immer wir einen Meter über unserem Gegner stehen, heißt es automatisch, wenn wir einen Schlag von oben machen können. Und wie wir alle wissen, One-Hit-Kill. So. Und so. Weiter geht's einfach. Ach, da ist schon. Da sieht uns schon wieder so ein verdammter Vogel. Einen Moment. Wir gehen wieder auf diese alte Kombination über. Wenn immer uns ein Vogel entgegenkommt, können wir diesen Bogen benutzen und den Vogel einfach vom Himmel schießen. Ah, heilende Ockerblüte. Noch eine heilende Ockerblüte. Hallo Händler. Winkergold. Meer. Kräuter. Wenden zu Lagerfeuer. Gut. Weiter ein Fußgänger-Simulator spielen. Und auch wie im echten Leben, als Fußgänger wird man sofort von einfach allem an Wildleben angepöbelt, was einem entgegenkommt. Warum? Hier ist die Straße. Auch wenn man es nicht wirklich eine Straße nennen kann. Wer versucht, einen Wagen hier zu benutzen, der wird ein übles Wunder erleben. Das stört die Nora natürlich nicht. Wie wir alle wissen, haben die das Rad noch nicht erfunden. Kein Grund. Du gehörst uns. Wenn jemand uns anpöbeln möchte, kümmerst dich drum. Viel Spaß. Erstmal schnell speichern.
Dieses, das heißt, wir gehen jetzt einmal über diese definitiv nicht gefährliche Ebene hier. Und dann können wir zur Quest weiterrücken. Es ist kein zu leichter Weg. Pass auf. Wir klauen den Schrottkrabben ihr Kleingeld. Du dienst jetzt uns. Beschäftige die anderen mal. They know where I am. Das ist gut, sollen sie. Wir klauen schon alles und verschwinden wir ganz schnell, bevor die auftauchen, um sich anders zu überlegen. Okay, weg. Tschüss. Es war kein Diebstahl, es war ein Überraschungsgeschenk. Here we go again. Okay, da hinten sind die ganz wütenden Büffel. Gleich regnet es wieder Gewalt. Ich fühle die Gewalt schon näher kommen. Wobei, sind wir ausgewichen für den Moment? Scheinbar. Wir sind nur hier, um Blümchen zu pflücken. Ignoriert uns. Wir sind nur für Durchreise. Wir brauchen leider das Fleisch auch tatsächlich für Heiltränke. Das heißt, wenn uns ein Truthahn vor den Speer rennt, dann muss er leider brutalisiert werden. Wenn die Kräuter jetzt gleich nicht mehr da sind, dann werde ich wütend. Vergleichsweise wütend. Okay, sie sind noch da. Nein! Es kommt in den Eintopf. Es ist nichts verschwendet. Okay, Lagerfeuer ist aufgedeckt. Das bedeutet, Schnellreisepunkt ist frei. Gut. Ohne weitere Umwege müssten wir ziemlich in der Lage sein, nach Scheuerfels zu gehen. Folgen wir der Straße dorthin. Ich sehe die Umwege da schon wieder vor uns herflattern. Ja. Wie? Zielführende. Wieso ist es natürlich in der Luft stehen geblieben und ich konnte nicht entsprechend vorauszielen? Hallo? Brenn! Wieso hat es das nicht erwischt? Hört ihr auf mich zu B52? Ich kann einfach nicht zielen. So, der ist weg. Entschuldige. So, wir leihen uns das. Warum kommt da schon eine Verstärkung? So, niemand hat das gehört. So.
Ah, mach dir da keine Sorgen, Nordeis. Ich glaube, wir alle würden einfach nur zerfleischt werden in der gesamten Situation. Was tun die da schon wieder? Prügeln sich mit ein paar Osram-Freibeutern. Helfen wir mal aus! Brenn! Rassler! Auf die Entfernung. Bei der Größe können wir gar nicht daneben schießen. Die gefrieren echt schnell. Der braucht trotzdem noch eine zweite Ladung. Oh, du sollst eigentlich. Genau, du bist eigentlich eher brandempfindlich, mein Freund. Brenn also. Ich sagte Brenner. Hörst du auf, dich zu bewegen, wenn ich dich anzünde? Du bist so ein. Oh nein! Komm her. Na, Kampf! Jetzt denkst du wirklich, du kannst mit dem Nahkampf irgendwas? Meine Rüstung hat Nahkampfschutz drauf. Die haben so einen Kill geklaut. Auch in Ordnung. So. Eure Speere sind aber auch einfach nur Zahnstocher, oder? So, die Munition einmal vervollständigen. Es gibt keine extra Ration. Wurde es angelogen. So. So. Okay, wir dürfen gleich wieder neue Blümchen pflücken. Guck mal, Blümchen. Need them soon enough. Dann die Leute freundlicherweise ihr Zeichen nach Scheuerfels gemacht und der Fokus sagt uns, dass es Richtung Scheuerfels ist, weil der Fokus spontan in der Lage ist, einfach Sprachen, die nach mehreren Jahrtausenden entstanden sind, einfach sofort zu übersetzen. Und viel wichtiger, weil Aloy in der Lage ist, lateinische Schrift zu lesen. Erstmal nachladen. So. Munition einmal voll machen. Gut. Wir haben auch drei Pfeile hier drin. Immer mal schnell speichern. Weil ich in einem Zustand konstanter Paranoia lebe. Und das Spiel nicht mag. This must be Pitchcliff. Wir waren schon hier, ja. Malad's agent should be at the marketplace by now. Guten Tag. Damn frigid, isn't it? Even colder in the claim, I'd wager. So ganz. If we teach the people of Meridian nothing else, steel to my soul will teach them how to hold their liquor. Ratten. Ah gut, wir brauchen gerade keine Tiersachen mehr. No sign of Marad's guy. He's had plenty of time to investigate.
We'd better look for him. Damn right. Das klingt sehr stark danach, dass der Agent aufgeflogen ist und ich habe mir erstmal auf die Zunge gebissen. Leid. Well, someone left here recently and they were in a hurry. Es ist ein Marktplatz, Aloy. Hunderte Leute gehen hier normalerweise lang. Hier wohnen vielleicht nicht Hunderte, aber zig Leute gehen hier jeden Tag lang. Last night, a few of us belted out an old drinking song I remembered from the claim. Ah, that took me back. Schau sie an. In diese vollkommen unverdächtige Gasse ist jemand gegangen. Oh, guck mal. Eine Leiche. Nun, die gute Nachricht ist, wir haben ihn gefunden. Has to be Murat's guy. Durval's thugs must have made him. Maybe because he found something. Look at this. I think he drew a map with his own blood. Right. Those kind of maps you know you'd better follow. That might be Pitchcliff. He marked a spot to the north. Could be Durval's location. And my men are waiting outside of town. I'll grab them and meet you there. Alles klar. Vielleicht können wir sogar mit ihm gemeinsam dahin gehen. Mal schauen, falls er sich bewegt. Und nicht einfach uns nachspawnt. Fangt Meridian? Ihr seid nicht in Meridian! Ihr seid im Pitchcliff! Ihr seid mitten irgendwo im Nirgendwo! Let someone try and make trouble for a bot. Let him see what happens. Was bleibst du jetzt hier stehen? Was bleibst du jetzt hier stehen? Gut, wir gehen alleine. Kein Verlass auf die Leute hier. Zumindest haben wir unterwegs noch ein Lagerfeuer, das wir aufdecken dürfen. Ups, nicht die Füße nass bekommen. Never know when I might need these. Nein, wir brauchen keine Feuerbrennen. Oh doch, wir brauchen vielleicht wieder Feuerbrennwurzeln. Wir haben viele verbraucht. Ignoriere mich! Ignoriere mich! Wir haben jetzt gerade in diesem spezifischen Moment ein spezifisches Ziel. Da hinten sehe ich schon einen großen Vogel. Alles klar, Krokodok. Kümmere dich um die anderen. Kroko-Battle! Okay, das ist nicht so dramatisch, wie ich gedacht hatte. Au! Schnell speichern und gehen. Die können das unter sich ausmachen. Nicht länger unser Problem. Ah, hier geht's also doch rein. Ich dachte mir schon, dass diese Nische irgendwann eine Bedeutung haben würde.